Bereichern. Bereichern ist ein Verb mit verschiedenen Bedeutungen. Etwas kann einen bereichern, das heißt reicher an Wissen machen, reicher an Erfahrungen machen. So können Yoga-Seminare immer wieder bereichernd sein. Und von einem neuen Lehrer zu lernen, kann einen bereichern. Oder auch seinen Geist beschäftigen mit den Lehren von großen Heiligen und Weisen ist immer wieder bereichernd. Bereichern kann aber auch heißen, dass man sich auf Kosten von jemand anders bereichert. Das heißt, man kann sich bereichern auf Kosten anderer Vereinsmitglieder. Schatzmeister können sich bereichern, indem sie sich selbst bestimmte zusätzliche Spesen genehmigen. In diesem Sinne ist Bereichern nicht besonders gut. Bereichern kann aber auch heißen, dass sein eigenes Leben bereichert wird. Zum Beispiel kann man sagen, dass eine Reise nach Indien sein Leben sehr bereichern kann. In diesem Sinne kann Bereichern etwas Positives sein, es kann aber auch etwas Negatives sein. Wenn etwas einen bereichert, dann ist das typischerweise etwas Gutes. Wenn man sich selbst bereichert, ist das nicht so gut und letztlich ein Verstoß gegen Aparigraha und auch gegen Zufriedenheit.